das Wort. Tag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, werte Arbeitnehmer im Land! Ich muss es wieder einmal konstatieren, die Linksfraktion hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Sollte man als Sozialist oder eventuell als Kommunist nicht wenigstens seine Klassiker aus dem FF kennen? Ich bin ein stolzes Kind des Ostens und ich weiß noch, Lenins Maxime war: konkrete Probleme konkret lösen. Sie aber, Genossinnen und Genossen, halten es offensichtlich eher mit Mao Zedong. Denn das, was in Ihren Anträgen rund um das Thema Mindestlohn vertreten, kommt einem großen Sprung nach vorn gleich. Ein solcher ist immer problematisch. Schicken Sie Ihre Referenten bitte mal nach China und schauen Sie, wie den Wanderarbeitern in China dieser große Sprung bekommen ist. Wir als AfD-Fraktion, uns geht es immer um die konkrete Verbesserung der Einkommenssituation der Arbeitnehmer. Aus diesem Grund haben wir den Antrag gesetzlicher Mindestlohnzulagen und Sonderzahlungen nicht anrechnen eingebracht. Der hat nämlich zielgenaue und passgenaue Veränderungen, die dem Arbeitnehmer nutzen. Einerseits fordern wir, der gesetzliche vorgeschriebene Mindestlohn soll als regelmäßig gezahltes Grundentgelt für eine Zeitstunde definiert werden. Andererseits soll geregelt werden, dass sich über das Grundentgelt hinausgehende Entgeltbestandteile wie Zulagen, Sonderzahlen, Prämien zum gesetzlichen Mindestlohn zuzüglich zu zahlen ist. Deutlich wird bei uns, die AfD schützt die Arbeitnehmerinteressen. Wir wollen, zusätzlich erbrachte Leistungen sind verdient und sind auszuzahlen. Was haben Sie dagegen, liebe Genossen? Warum stimmen Sie dagegen? Liebe Kollegen, wenn wir heute drei Anträge zum Mindestlohn verhandeln, dann hat die vermeintliche soziale Linksfraktion gestern mit dem Rest der Parteien die förderlichen Anträge zum Mindestlohn schnöde abgelehnt. Ich begrüße die Offenheit der Linken, dieses offensichtliche Desinteresse an Arbeitnehmerinteressen. Das zeigt uns, dass die Linksfraktion ihr eigenes ideologisches Süppchen kocht, statt an zahlreichen Mindestlöhner zu denken, die durch unser Vorhaben gewonnen hätten. Genug kommen wir zur Gruppe W, also zur Gruppe Wagner. Ach nein, Wagenknecht, Entschuldigung. Aber das war ein freudscher Versprecher. Aber letztendlich haben beide versucht, ihre politischen Ziehväter zu meucheln. Liebe Freunde der Gruppe W, heute gibt es keinen Fraktionszwang. Ich sehe jetzt keinen Vertreter hier. Ich weiß nicht, ob Sie alle gehen. Sie dürfen also endlich couragiert ausscheren und ein Zeichen setzen. Unterstützen Sie uns nachher. Zeigen Sie den Menschen im Land, dass es Ihnen um Arbeitnehmerinteressen und um Partei und nicht um parteipolitische Abgrenzung geht. Lehnen Sie unsere geplanten Verbesserungen für die Arbeitnehmer ab. Haben Sie sich schneller demaskiert, als Sie Ihr Parteiprojekt überführen können. Wenn Sie mit Ihren noch Fraktionsgenossen der Gysi, Bartsch, Reste, Rampe abstimmen, nach Ihrem formalen Austritt, dann hat die Gemeinschaft festzustellen, dass die Gruppe W es sich wiederum um eine Propagandatruppe handelt, wie bei den Linken. Das ist dann keine Alternative, sondern ein weiteres linkes Abgrenzungsprojekt. Auf ein solches können wir Deutschen verzichten. Dieses Land hat die Linken satt. Danke schön. Der nächste Redner ist Karl-Julius Grunberg für die FDP-Fraktion.